Der Moment, den du gerade beschreibst, den ich auch hatte und der so schmerzhaft ist, wenn man sich vorstellt, alles erreicht zu haben im Leben, was man sich denn vorgenommen hat, auch nachdem man das Alte verlassen hat und sich ein neues Ziel gesetzt, das dann wieder nur eine Erfüllung irgendwie im Außen dargestellt hat und dann realisiert, fuck, das ist es auch nicht. Und dann irgendwann fällt der Groschen und dann heißt, okay, everything you search ist within, ja, und diese ganzen klassischen Genau. Sprüche, die halt alle zutreffen, aber dann irgendwann zu realisieren, okay, fuck, ich kann es nicht mehr leugnen, der Weg geht nach innen und das Genau. bedeutet, ich muss über meinen Schatten springen und ich muss im wahrsten Sinne des Wortes auch kennenlernen, was in mir drin schlummert, die ganzen Schatten, und dann kommst du nicht drum rum, um dich auch mit dem Thema Trauma und deine Vergangenheit auseinanderzusetzen, deine Kindheit, wie bist du groß geworden, was sind die ganzen Attachments, die du mitbringst in der Erziehung und so weiter. Und dann bist du irgendwann mal da mittendrin, so war es bei mir. Und dann, bei mir war es im Selbststudium, dann hat ein Ding zum anderen geführt und noch ein Buch und noch ein Kurs und noch ein Ding und so weiter und so weiter. Und irgendwann ist man so in diesem Strudel drin, so war es bei mir mit diesem, boah, krass, da gibt es noch so viel, ich habe gar keine Ahnung gehabt. Ayahuasca hat die Tür aufgemacht und mal kurz gezeigt, so, guck mal, da geht's eigentlich rein. Dann gab es noch ein paar Verirrversuche auf dem äußeren Weg und dann, okay, Genau. das macht keinen Sinn. Die hat es mir von Anfang an schon gezeigt, ja, es geht nur nach innen. Und das alles im Außen ist alles toll und es ist alles super, aber wenn es nicht verbunden ist mit dem Weg nach innen, dem Essentiellen, dann passiert das, was du gerade beschrieben hast, mit Erfolg ohne Erfüllung. Und das ist, glaube ich, der worst case, der passieren kann. Und jeder wird letzten Endes irgendwann dazu aufwachen, auch wenn die Milliarde auf dem Konto ist und die fünfte Yacht gekauft wurde. Und irgendwann am Ende kommt dann der Moment so, fuck, das war es immer noch nicht. Was fehlt denn noch? Ja, Genau. weil es geht nicht im Außen. Es kommt niemals dieser Moment, wo das Gefühl herrscht, alles ist in Ordnung. Wenn du nicht nach innen gegangen bist und du realisiert hast, alles steckt schon in dir drin, du brauchst gar nichts im Außen, um dieses Gefühl zu haben, das du suchst. Und das erstmal zu verstehen, deswegen rede ich so gern mit Menschen darüber, die den gleichen Weg oder einen ähnlichen Weg hatten, mit sehr viel Schmerz verbunden, um dann irgendwann durch zu viel Schmerz zu kapieren, ich muss da nach innen gehen, um vielleicht dem einen oder der anderen, die das hört, diesen Weg so ein bisschen zu ersparen oder vielleicht abzukürzen. Wenn man es oft genug hört, vielleicht checkt man das dann und kann dann davor rein. Bei mir hat es nicht geholfen. Ich habe es so oft gehört gehabt. Ich muss selber an den Punkt kommen und realisieren, dass es das nicht ist. So gehabt haben, befreit vom Haben müssen. Und dann ging es halt rein. Aber deine Geschichte ist wieder so prädestiniert dafür, für Leute, die sich anhören und dann denken, ja, okay, noch mal einer, bei dem es genauso war. Absolut. Und ich finde das sehr schön, was du gerade mit diesen Verirrversuchen gesagt hast, weil das war ja bei mir, ich war ja wirklich eine harte Nuss. Also ich sehe das manchmal so, da ist das Leben, das einen auf einen Weg schickt. Und selber hat man aber so seine Meinung und so das Ego sagt, nö, also ich finde das jetzt eigentlich gerade so. Und das ging ja bei mir, eine Coaching-Ausbildung dann gemacht an der Humboldt-Universität, eine systemische Beratungsausbildung und wurde dann sehr erfolgreich in dem Coaching für Corporate und das war auch ganz cool. Ich habe da viel mit Motivation, intrinsischer Motivation gearbeitet. Und so, und war aber wieder so ein bisschen eigentlich auf diesem, okay, yeah, jetzt baue ich mir hier was Fettes auf und los geht's. Obwohl ich schon mit Menschen gearbeitet habe und mich auch eigentlich nicht so ganz wirklich, also Thema Trauma war da immer noch nicht wirklich so. Ich habe zwar gemerkt, nicht so ganz irgendwie das, was ich mein Calling ist, aber irgendwie auch cool, wenn man Erfolg hat und Leute klopfen dir auf die Schulter und sagen, ja, Mann, bist der Mega-Coach. Und ich war so ein bisschen, ich sage das oft ganz gerne, ich habe halt immer wieder, weil ich so eine harte Nuss war, einfach wirklich auf die Fresse gekriegt vom Leben, bis ich es halt endlich checke. Und der absolute Tiefpunkt, nach allem dem, was du jetzt schon gehört hast, kam dann eigentlich, als ich wirklich, habe mich gerade selbstständig gemacht in Berlin, so eine Consulting-Firma und so und Coaching und wie gesagt, also natürlich jetzt nicht so oberflächlich Berater, das möchte ich jetzt nicht werten, aber so ging schon um Themen, warum bist du hier auf der Welt, warum machst du, was du machst, was ist dein Purpose, wie bringst du das in Verbindung mit deinem Beruf, damals habe ich viel mit so Sales und solchen Sachen gearbeitet und wie kannst du Conscious Sales machen, aber es war trotzdem so ein bisschen auf so ein Performance Achiever-Ding immer noch aus, ja. Und dann starben innerhalb einer Woche völlig unangekündigt zwei meiner besten Freunde. So, bei dem einen war es zumindest, da wusste man, okay, der ist krank, der hatte Krebs und ja, ich habe zwar natürlich geleugnet, dass das passieren kann, aber er war halt sehr krank, aber gut.
Und ein anderer, von dem wusste man es nicht mal, der hat das verheimlicht, dass er schwer krank ist, bis er halt eben im wahrsten Sinne des Wortes tot umgefallen ist. Das war innerhalb einer Woche. Und das hat mir dann wirklich den absoluten Rest gegeben, mich auf die Knie gezwungen und ich war dann an dem Punkt, da war wirklich so dieses, okay, ich A surrender. gebe auch. I surrender. Und es war dann, was du vorhin meintest, das bisschen, dass du von dieser Todessehnsucht ge gesprochen hast, das kenne ich dann sehr gut. Weil weißt du, wenn du diesen Ort kennst, wo ich da war, und dann ist es auf der Welt, hier im Leben so schmerzhaft, dann war ich so, hey, also ganz ehrlich, ich bin hier, ich mache das hier nicht mehr mit. Mir reicht's. Also, wenn man es psychologisch ausdrücken möchte, klinisch war ich, würde ich sagen, war ich latent suizidal. Weil ich tatsächlich wirklich angefangen habe zu denken, okay, wie mache ich das jetzt? Wie steige ich jetzt hier aus? Ich bin hier durch, ich mache das nicht mehr mit. Das ist zu schmerzhaft. Ich gehe jetzt dahin, wo die Jungs hingegangen sind. Ich gehe jetzt wieder nach Hause. Ich will, also wie so ein eigentlich wie ein trotziges Kind. Ich mag nicht mehr, ich gehe nach Hause. Und dann ging wirklich die, dann halt öffneten sich wiederum die Türen. Zum Glück habe ich natürlich nicht das dann umgesetzt, sondern habe meine heutige tolle Lehrerin, Mentorin und Begleiterin gefunden. Und da ging der Weg dann wirklich in das Trauma und die Traumaheilung. Und ich durfte dann auch erkennen, all diese unzähligen Ayahuasca-Zeremonien, die ich gemacht habe, waren zwar gut, sie haben mich persönlich verändert, haben mich bewusster gemacht, ne, haben dieses, vieles, vieles. Aber was ausgelassen wurde, ist tatsächlich die Integration. Das fand nie statt. Ja, dann machst du halt einfach, und das sieht man halt sehr oft leider, da machst du solche wunderbaren Erfahrungen, gehst dann in dein normales Leben und der Divide wird immer größer zwischen der Realität deines Lebens und du hast irgendwie Dinge und so Rechnungen, die man zahlen muss und Partnerschaften und alles, was wir halt so erleben. Und dann hast du aber diese tollen Einheitserfahrungen und dann bist du das eigentlich immer wieder, immer wieder, immer wieder und integrierst es aber nicht in dein Leben. Und was halt nicht wirklich bearbeitet wurde, sind tiefe Traumatisierungen, die allesamt Grund und Auslöser für Verhaltensweisen im Leben waren, inklusive dieses Achievertum, dieses Getriebensein, dieses wahnsinnig viel Energie haben und dann ein Mini-Burnout haben. Das ist ganz typisch. Manchmal unglaubliche Gefühle von Einsamkeit, verloren sein. Ich könnte, das habe ich alles durchlebt. Und dann eben da wirklich reinzugehen. Und ein traumatherapeutisch zu arbeiten, unter Zuhilfenahme von Medizin. Es war dann aber, da ging ein anderer Weg für mich auf mit der modernen Medizin, der MDMA. Also das, was ja auch jetzt in den Studien so passiert. MDMA wird ja, wie du selber weißt, sehr stark eingesetzt bei Veteranen für posttraumatischen Stress. Und da habe ich dann wirklich mit dieser Substance-Assisted Therapy, das war wirklich dann, wo, das war der Schlüssel. Da hat sich's wirklich geändert. Da hat sich alles völlig verändert. Deswegen bin ich heute so ein Advokat von dieser Arbeit, weil ich einfach selber der Beweis bin, nach so vielen Jahren, ich bin da von 19, ja, was weiß ich, über eine Dekade durchs Leben gelaufen und zwar alles gut und schön, aber innerlich war trotzdem, also einfach ein innerer Kampf und mal Freude, dann wieder Leere, dann bis irgendwann wirklich durch diese Arbeit. Dass auch Schattenarbeit ganz wichtiges Stichpunkt. Ja, also eben nicht nur, was ich viel dann bei dem Ayahuasca, den Ayahuasca-Circlen gemacht habe, so dieses, okay, ist alles schön und wir haben uns auch alle lieb und es ist alles verbunden halt mit der Natur und einfach alles toll. Und das, was aber eigentlich so, was so das so, das Eklige, das, was so im Keller schlummert, das gibt es gar nicht, wollen wir gar nicht, braucht man nicht. Und als dann der Tod meiner Freunde passiert ist, dann hat es mir das wie, dann kam halt alles hoch. Deswegen wurde ich so. Ich war plötzlich, wo kommt denn dieser ganze Schmerz her? Das hat schon gar nichts mehr mit dem Tod von denen zu tun gehabt. Natürlich war das schmerzhaft, aber das war noch viel mehr. Das war, als würde da eine Senkgrube voller, sorry, ja, aber eine Senkgrube voller Shit mir da hochgewaschen werden und es hat mich überflutet. Ich so, was ist das denn alles? Jo. Und das ist Schattenarbeit. Und das durfte ich dann lernen, dass man all das, was ich abgespalten habe, was ich nicht wollte und all diesen Schmerz und das Trauma und die Vergangenheit und meine Erfahrungen und auch dysfunktionale Familienstrukturen, aus denen ich ja auch komme, dass das alles angeschaut und wieder reingeholt werden wollte, noch musste. Und dann plötzlich Ganzheit. Und alles diese Einsamkeit und Leere und Verlorensein und so ist einfach alles, ja, wie soll ich sagen, durch. Vielleicht kommt es irgendwann mal wieder, aber es ist einfach ein anderes Leben. Es ist ein komplett anderes Leben. Ich nehme mich anders wahr.